Nächste Pixar. So, heute mal was ganz Besonderes, und zwar zum ersten Mal sind PSP-Spiele im Programm. Bei Top und Flop. Wieder mal natürlich dabei, wie immer. Life Force, hallo zusammen. So, ein bisschen was aus der PSP Collection seht ihr heute. Ich glaube, wir nehmen mal. Ja, wir fangen mit einem Pixar-Spiel an. Ich glaube, ich weiß auch genau, was für ein Spiel das jetzt ist. Ja, die Sprache ist übrigens auf Russisch, weil es war lang wieder rum, keine Ahnung warum. Es ist das Spiel des Films Ratatouille. Lol. Ja, die PSP speichert immer vorher. Ja, Ratatouille kennen vielleicht ein paar schon, die bereits im Kino waren, beziehungsweise sich den Film später gekauft haben. Es ist ein Disney-Pixar-Game mit einem recht, ja, ich sag mal, leckerem Humor. Das kann man wortwörtlich nehmen, ja. So, wir sind eine, glaube, Kanalratte namens, oh Gott, war das Louis oder so? Ja, ich glaube Louis ist ja. Ja, muss erstmal eingespielt werden, der PSP-Emulator. Ein paar Spiele bisher eigentlich alle funktionieren. So, wir können so rennen, wir können so springen. Mussten halt so den Käse einsammeln. Ja, und der PSP-Emulator öffnet quasi ganz neue Dimensionen. Anspielen. Wo ich immer noch nicht verstehe, wieso nimmt dieses Fuckteil diesen, meinen Controller nicht an? Ich verstehe es nicht. Ja, weil ich muss gerade mit dem Xbox-Controller zocken, weil, in dem Fall muss ich mit dem runden Joystick auf der PSP zocken. Weil Steuerkreuz, nimmt der gute Louis nicht. Nur halt so, ja, das normale Joypad. Bei mir nimmt er weder den, den Controller noch irgendwie die Tasten an. I love it. Okay, wir können so ducken und so rumkrabbeln. Wir hatten eine richtige Ratte und so. So eine Arschbombe können wir machen. Und so eine. Ja, so ein Spin-Attack. Ey, da bin ich gerade ein bisschen zu sehr an Stuartill 2, um genau zu sein. Das Blöde ist, ich kann ihn nicht im Rat fragen, weil der spricht natürlich auf Russisch, weil irgendwie keine Ahnung von, das liegt an der ROM wahrscheinlich. I don't know. Deswegen müssen wir es jetzt mal so rauskriegen. Ist blöd, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber es ist leider immerhin, so. Immerhin kriegst du keinen Fallschaden in die Fresse. Jo. Ist die Frage, was könnte er jetzt gemeint haben? Ich schätze mal irgendwas mit umschauen oder so, würde ich jetzt mal behaupten. Er zeigt auf X und dann auf den Kreis. Muss man gleich mit dem PS3-Controller. X unten, der Kreis ist rechts. Ah, verstehe. Das hat er gemeint. Oh, das ist so eine fucking Anspielung auf Sly Raccoon. Das ist so eine fucking Anspielung drauf. Ich find's schön mit der Musik gerade, die ist ein. Ja, die ist nice. Mir gefällt gerade die Art und Weise von dem Spiel. Sehr gut sogar. Ah, Scheiße, ist das geil. Das stimmt. Das ist wirklich ziemlich genial. Ja. Kann da hoch irgendwie vielleicht? Keine Ahnung. Eben konntest du da auf jeden Fall hoch. Ich glaube mein erstes. Ah, okay. Das hat gemacht. Mein erstes PSP-Spiel war damals, glaube ich, Kingdom Hearts Burst by Sleep. Das war mein erstes so PSP-Spiel. Okay.
Ich habe auch einen Harry Potter Teil gezockt. Ich glaube, der Feuerkelch war das. Jedoch nur bis einem bestimmten Punkt. Gab's auch, oder nein, das heißt gab's, gibt's auch für PS2. Just saying. Ah, Krabbeln meint er wahrscheinlich. Ich frag mal nochmal, ich will halt nur die... Ich möchte gerade mal nur die Knöpfe wissen. Ah, okay, verstehe. Das ist richtig lecker, was ich da sehe. Ohne Scheiß. Ja, ich muss zustimmen, das Game sieht nice aus. Es hat zwar eine russische Sprache leider, aber das liegt an der ROM. Es wird wahrscheinlich in Europa auch irgendwo zu kaufen sein. Auf Deutsch. Mit Sicherheit. Ich meine, hallo, es ist ein Disney-Film, was erwartet ihr? Und es gibt auch schöne, ja, Zwischen-Cutscenes aus dem Film. Der, wie ich finde, auch sehenswert ist. Das auf jeden Fall, es ist, also er ist auf jeden Fall empfehlenswert. Da ist noch was Rosanes eben gewesen. Ach, da vorne, das war doch hier der Freund von Louis, die andere Ratte. Sein Kumpan, also, ist, glaube ich, ein Kaugummi oder so. Okay. Ich dachte, das konnte man einsammeln oder so. Ja, das ist sein Freund. Ihr habt da ja mit Menschen. Nicht gerade ein gutes Verhältnis hatte. Richtig. Gut, das erste Game ist schon mal ein kleines Träumchen, finde ich. Wenn man mal so bedenkt, so für PSP-Verhältnisse. Genau. Ist das schon recht nice gemacht, das muss man zugeben. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Einziges Manko, was ich jetzt hier in dem Spiel wirklich nur sehe, ist die russische Version. Aber... Das ist die Sprache. Da kann man drüber wechseln. Ja, aber ansonsten würde ich jetzt nicht behaupten, dass es ein doofes Spiel ist oder sowas in der Art. Nein, das sieht ja recht nice. Ist gut, die Kamera macht vielleicht manchmal ein bisschen Fehls, aber ansonsten ist das ein nice Game. Kann man nicht meckern. Da oben ist auch noch was. Oh, Schlüssel. Aber wir wollen nicht zu viele vom Game sein, weil letztes Mal haben wir ein bisschen zu sehr übertrieben, da sind es quasi 50 Minuten geworden, dass wir ein Special draus machen mussten. Ja gut, das war aber auch mein Fehler. Das Ding war halt dieses bei Sheepdog und Wolf. Ich wusste einfach nicht mehr, wie das genau ging. Und mich hat das auch ehrlich gesagt gewurmt. Gut, aber wir gehen mal zum nächsten Game über für die PSP. Bis gleich. Bis gleich. Hab mich so sehr gewurmt. Das glaube ich. Deswegen. Ich drehe es mal gerade ein bisschen runter. Ich meine, WTF, Michael Jackson Game für die PSP. Das kann ja was werden. Ist das denn auf Deutsch? Sieht so aus. Okay, ja. Es sind Tracks. Ach du Scheiße. Mir schwant gerade etwas, das... Das ist extrem laut gerade. Ja, es ist so ein Spiel. Es ist eins der Games, wo man halt, ja... die Tanzschritte nachspielen müsste. Ja. Warum man gerade die Buttons nicht an? Ach so, man muss hinschauen, ganz genau. Und da sieht man es mal wieder. Übrigens, das Game hat Originaltracks von Michael Jackson drin. Na, hoffentlich kriegst du da keine Probleme. Hoffentlich nicht. Ich glaube, da hättest du gedrückt halten sollen. Ja. Das hat verdammt Ähnlichkeit mit Guitar Hero. Yep. Ach Mist, immer die Schultertasten immer darauf belegt. Hat gerade nicht reagiert irgendwie. Keine Ahnung warum, aber egal. Ihr seht, was für ein Game das ist. Das ist so ein Game, wo man halt so Tasten drücken muss.
Interesting, weißt du, muss ich sagen. Wobei ich allerdings sagen muss, dass Michael Jackson sieht irgendwie so ein bisschen merkwürdig aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, das stimmt. Das sieht's wirklich. Ich meine, wenn man schon ein PSP-Spiel von Michael Jackson macht, dann hätte man auch wenigstens, finde ich, das noch ein bisschen besser modellieren können. Na, er sieht ein bisschen klotzig aus. Ja. Sieht wirklich ein bisschen sehr klotzig aus. Ja. Ansonsten, es ist eine nice Idee, muss ich sagen. Ja, die Art und Weise ist ja auch nicht schlecht. Nur wie gesagt, das, wie Michael Jackson halt aussieht, ist ein bisschen plump. Ja. Da hätte man sich wirklich Mühe geben können. Dem stimme ich zu. Denk mal, wir spielen den Track noch zu Ende. Ja, und ich glaube, dann sollte man nicht so viel zeigen, weil... wegen Urheberrecht etc. Ich glaube, das könnte nämlich sonst ein bisschen problematisch werden. Ja, auch wenn er nun längst nicht mehr leider am Leben ist, seit einigen Jahren. Nee, das ist gar nicht, aber die Musiktitel bleiben ja trotzdem bis zu 70 Jahre. Legendär allemal bleiben sie. Das auf jeden Fall, ja. Ich meine, es ist MJ, es ist ein Teil unserer Kindheit quasi. Am besten hat mir immer noch Thriller gefallen, ey. Das war richtig geil. Mit den Zombies. Dem stimme ich zu. Dem stimme ich echt zu. Muss man aber auch wirklich sagen, also dass man da damals gemacht hat, das war einfach nur grandios. Ja gut, das klappt irgendwie nicht, warum auch mal. Egal. Ja, das war wirklich grandios. Ja, wie gesagt, einziges Manko ist, dass er halt so komisch aussieht. Ansonsten, ja, ist es ein sehr nices. Michael Jackson Game. Übrigens, die Silberhandschuhe hat man mit ins Grab gelegt. Er hat immer die Silberhandschuhe gehabt. Das stimmt. Das war auch irgendwie sein Markenzeichen zum Teil. Mhm, richtig. Gut. Michael Jackson, die Experience für die PSP. Ziemlich nice für zwischendurch. Man hat auf jeden Fall Bock. Und wir switchen mal gleich zum nächsten Spiel. Bis gleich, Leute. Bis gleich. So, wir haben als nächstes Offroad. Das ist ein Racing-Spiel für die PSP. Mal gucken. Von Explosive. Ja, PSP ist natürlich jetzt eine ganz andere Klasse wie als die PSX vom Grafischen her. Ja gut, das kann man auch in der Hinsicht nicht vergleichen. Das ist schon so ein ganz kleines bisschen Next Generation für die Show. Weil PSP ist ja auch so ein kleiner Exot. Wobei ich aber sagen muss, ich bin jetzt nicht so ein Freund von solchen Rennen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich weiß, eher so Mario Kart und so, die klassischen Retro-Teile. Ja, unter anderem Mario Kart, aber auch so wie zum Beispiel Need for Speed Underground 2. Ist auch ein ganz gutes Spiel. Ah, gut, ich bin jetzt auch nicht so der Racer, aber das lassen wir mal gerade außen vor. Hier geht's ja quasi um den Test des Games. Grafisch sieht es auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus, das muss man zugeben. Ja. Lässt sich ganz normal steuern, wie halt ein ganz normales Racing-Game. Dann Bremse, dann das Gaspedal, Handbremse und so weiter. Ja, alles, was man so für so ein Racing-Game halt braucht. Wieso habe ich irgendwie das Gefühl, dass da noch Schaden mit dem Spiel ist? Also Schaden in der Hinsicht, man kennt es ja aus, ich sag jetzt mal, klassischen Races. Da gibt es ja auch den sogenannten Schadensbonus. Das heißt also in dem Falle, je krasser das Auto beschädigt ist, umso schwieriger ist es eigentlich auch zu lenken. Ich finde, die Strecke ist sehr großzügig verteilt. In der breiten Straße, gut, das ist, glaube ich, ein bisschen
Ja gut, ich glaube, das Game hieß Offroad. Das heißt auch so viel wie im, ja, Gelände. Demnach ist es auch Gelände. Wie es mit dem Schaden aussieht, kann ich jetzt noch nicht so wirklich sagen. Ich habe zwar ein paar gerammt, aber so wirklich Schäden sehe ich noch nicht an meinem Wagen. Nee, wie gesagt, ich weiß es ja auch nicht hundertprozentig, ob das so ist, wie ich es mir gerade vorstelle. Aber ich kenne das so aus den Klassikern von den Rennspielen hier, dass auch der Schaden halt im Spiel ist. Und ist der Schaden zu groß, fährt der Wagen sowieso nicht los. Und das hat sich sogar geräumt. Obwohl das gar nicht mal beabsichtigt war. Vom Grafischen würde ich sagen, sieht das ganz okay aus für die PSP. Ja. Das war gerade interessant, was ich eben gesehen habe. Ja, bei Offroad kann man schon mal ein bisschen durch die... gegen das und das rumpesen. Ja, nicht nur deswegen, sondern weil du auch gerade, obwohl einige Autos vor dir waren, gerade erster warst. Das war geil. Sind auch ziemlich fix unterwegs, die Wagen, finde ich. Ja gut, ich weiß ja nicht, was für ein Schwierigkeitsgrad du da jetzt drin hast. Gut, das weiß ich auch nicht. So genau. Das ist jetzt halt Fragezeichen, aber... Ja, es gibt doch so eine leise Background-Musik. Das ist recht angenehm vom Einklang her. Mit dem Ingame-Sound. Auch sehr schön. Ja, und was kannst du noch groß zum Spiel sagen? So viel eigentlich nicht. Also wie gesagt, es sieht zwar auf jeden Fall interessant aus, gar keine Frage. Aber so gesehen muss ich halt sagen, ich bin halt nicht so der Typ, der solche Spiele halt in der Hinsicht zockt. Ja, hat's ein bisschen. Es hat schon modernen Stil. Das Game. Von daher. Aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass es scheiße ist oder so. Nein, das nicht. Es lässt sich ja gut steuern und die Mario Kart Straßen natürlich sind ein bisschen enger als die hier. Aber dafür macht's umso mehr Spaß. Das stimmt. Ist ja auch richtiger Klassiker. Na klar. Deswegen spielen Hedy und ich ja immer so häufig Mario Kart, die die Gelegenheit dazu haben. Weil wir uns gegenseitig so schön pferzen können. Da macht das Spielen dann doppelt so viel Spaß. Das stimmt. Oh, wie ich sehe... Ja, du hast doch Schaden genommen. Okay, die Autos fressen also Schaden. Ja, das erkennt man richtig gerade gut. Daran, dass die Rückleuchten alle kaputt sind. Okay, da ist der Schaden also vorhanden. Ja, dann hatte ich also doch recht mit dem, was ich gesagt habe. Guter Realitätsgrad. Ja gut, die Position, denke ich mal, wird jetzt okay sein, falls es jetzt so bleibt. Im dritten wäre ich auch zufrieden. Hab bloß gerade einen Test. Obwohl, das könnte noch knifflig werden. Das könnte noch ein bisschen spannend werden hier. Zweiter zu werden wäre eigentlich noch besser. Oh, das sieht gut aus. Ah, ist das hier in der Nähe? Das kannst du vielleicht schaffen. Ich hoffe mal, dass Kreis die Bremse war. Man erkennt seine roten Leuchten hinten, die ja leider jetzt ab sind. Ich wollte gerade sagen, das erkennt man an den roten Leuchten. Schmacki. Der war echt gut. Ja komm, das schaffst du, die holen dich nicht mehr ein.
Fahren wir ganz locker ins Ziel. Position 2. Zufriedenstellend. Sauber. Ich glaube auch, das sind echte Markennamen, die wir hier auf dem Symbolen haben. Auch diese kleinen Fort Bilder finde ich auch ziemlich nice. Mhm. Ihr seht, Multiplayer-Modus ist auch vorhanden. Man konnte, glaube ich, die per Wireless oder so verbinden, die PSPs. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das so funktioniert hat, aber man konnte Multiplayer zocken auf PSPs. Wie das genau geht, das kann ich auch nicht sagen, das weiß ich nicht. Ja, wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat die erste quasi, nennen sie mal, fast schon Next Generation Folge, da ist jetzt PSP, ist Folge gefallen. Und sie wird demnächst untergemischt unter den Spielen. Das heißt, es kann schon mal sein, dass auch PSP-Spiele aus den Lostrommeln ausgespuckt werden. Der Retro-Charme bleibt natürlich nach wie vor vorhanden. Oh. Da es noch genug SNES, NES und so weiter Spiele gibt. Aber gut, das war's für diese Folge von heute. Auch für euch hat es viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.